into her eyes and say, girl, I'm gonna penetrate your butthole. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Ich will sofort zum Bericht! Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Mein Führer. Aber Himmel aber Stern. Er hat Verrat geübt. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Und da ein ausgerechnet Himmler! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Himmler, da ist das denn wahnsinnig geworden. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Der englische Rundfunk berichtet das. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Das Leben vergibt keine Schwächen. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen Greim und Götze tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fäden ein! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Wie bitte? Ja, vielleicht schon dort! Widerstand in den Weg gelegt! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Sie ist ohne Ehre! Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Günther, was nach diesem Kampf übrig bleibt. Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Entsuchen Sie ihn! Fort! Ganz Europa erobert! Anders kann man das nicht machen. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. 14 in KIA. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Was hat er denn gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Ein paar Vanille Faulpelz! Mit welchen Kräften, mein Führer? Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt...